Faire Verlierer? So geht es DSDS Michael, Janina und Michel. Am Samstag wurde die Siegerin der 15. Staffel von Deutschland sucht den Superstar gekürt. Als jüngste Kandidatin in der Geschichte der Castingshow konnte Maria Wegener, 16, den begehrten Superstar 2018 Titel ergattern. Mit 64,42% der Stimmen hatte das Nesthäkchen im Voting deutlich die Nase vorn. Für die Powerfrau Janina El Agoui, 30, den Schweizer Goldjungen Michel Trug, 26, und den sympathischen Fliesenleger Michael Rauscher, 20, haben die Anrufe der Zuschauer leider nicht ausgereicht. Doch von Frust keine Spur, das Kandidatentrio gönnt den Sieg. Kurz nach dem Finale standen die drei Verlierer des Abends gegenüber Promiflas Rede und Antwort. Verriet, dass sie alle bereits mit einem Sieg des Powerkükens gerechnet hatten. Klar hätte ich sehr gerne gewonnen, aber es hat sich auf der Bühne schon nicht mehr danach angefühlt. Man hat das schon gemerkt, erzählte die 30-Jährige. Hingegen gestand, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber ich gönne es wirklich von Herzen. Sie hat das verdient. Auch, der Dritte im Bunde, sei einerseits zwar traurig, andererseits aber auch glücklich darüber, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Dass die Duisburger Gymnasiastin verdient gewonnen hat, darüber sind sich die drei einig. Auch ihre Zukunftspläne sehen jetzt ganz ähnlich aus, sowohl als auch ihre zwei Kollegen werden der Musik treu bleiben und auch weiterhin auf den Brettern stehen, die für sie Welt bedeuten.